begrüße euch ganz herzlich zum dritten Beitrag der Heinze Architektur virtuell. Ich möchte noch mal ganz kurz erklären, dass das die weltweit erste virtuelle Baumesse ist mit unglaublich überzeugendem Fachprogramm, aber eben auch 54 Herstellern, 43 Fachbeiträgen und 21 Sendebeiträgen, in denen wir euch quasi unsere Herstellerwelt mit Impulsvorträgen und Live-Gesprächen präsentieren. Das ist unglaublich und wir hatten auch jetzt schon am heutigen Vormittag einige wirklich grandiose Besucherzahlen dabei, Zuschauerzahlen. Ganz, ganz toll und herzlichen Dank dafür. Wir sind immer noch in Frankfurt virtuell heute Mittag zu Gast bei Stefan Forster, Architekten und seinem Geschäftspartner Florian Kraft. Und auch dieses Büro habe ich besucht zu Beginn. Möchten wir euch dort einfach diesen Beitrag einfach mal zeigen. Deshalb bitte ich die Regie um Abspielung des Beitrags. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Stefan Forster Architekten. Ich bin Stefan Forster. Und ich bin Florian Kraft, Partner bei Stefan Forster Architekten. Unser Büro existiert seit 1989 und wir arbeiten momentan mit über 55 Mitarbeitern bundesweit an hervorragenden Wohnbauprojekten. Lieber Florian, lieber Stefan, herzlichen Dank, dass wir heute Morgen hier bei euch im Büro in Frankfurt sein dürfen und ja, uns einen kleinen Einblick verschaffen können. Mich interessiert zunächst eigentlich mal die Entstehungsgeschichte von Stefan Forster Architekten und wie ihr beide dann im weiteren Verlauf zusammengefunden habt. Gut, ich habe das Büro 1989 in Darmstadt gegründet. Das war immer meine Absicht, ein eigenes Büro zu haben. Und da ich damals Assistent war an der Hochschule, hatte ich auch dann die finanziellen Möglichkeiten und die Luft, beziehungsweise 5 Jahre Luft, um das zum Laufen zu bekommen. Und dementsprechend ging das da los. Ja, und danach ist er irgendwann als Praktikant eingestiegen, was auch beweist, dass wir hier auch die Aufstiegsmöglichkeiten mittlerweile haben. Zum Millionär quasi. Und das klingt immer ganz gut. Ja. Was muss eigentlich passieren, um städtisches Wohnen wieder attraktiver und vor allen Dingen auch bezahlbar zu machen? Also ich glaube, attraktiv ist es schon. Also der Trend ist ja, dass viele in die Stadt ziehen wollen, aber also weil da eben alles ist, Arbeit, kulturelle Angebote, aber man kann es sich nicht mehr leisten. Und der große Treiber sind eigentlich die Grundstückspreise. Und das ist Spekulation. Dagegen müssen wir ansparen, wir verlieren quasi Bauqualität und wir müssen die Wohnungen vom Raum her immer weiter minimieren. Und das ist eigentlich der Trend in die falsche Richtung. Und einer der Schlüssel ist zum Beispiel Nachverdichtung. Also wir sind relativ locker bebaut in großen Teilen der Stadt. Also wenn man Frankfurt anschaut, da ist viel Potenzial. Und das Grundstück ist da und schon bezahlt. Und das Thema Grundstückspreis wird dann einfach da sehr viel unwichtiger. Und dann kann man natürlich an dieser Stelle günstigen Wohnraum schaffen, da ist noch Potenzial da. Jetzt gibt es Stefan Forster Architekten seit 30 Jahren und was ja eigentlich auch eine Wahnsinns-Ära ist, dazu erscheint dann auch eine Monographie demnächst, 30 Jahre Wohnungsbau. Was hat sich denn eigentlich geändert seit Anfang der 90er Jahre bis heute im Wohnungsbau? Ja, man kann sagen, dass wir eigentlich vor 20 Jahren besser gebaut haben, mit einer höheren Qualität als jetzt. Durch diese große Nachfrage hat es gleichzeitig auch, und den Preisdruck hat es gleichzeitig auch zur Folge, dass die Qualität der Architektur extrem gesunken ist. Man kann eigentlich sagen, dass es in dieser Dekade eigentlich die schlechteste Architektur in der Geschichte unseres Landes gibt, von der eigentlichen Qualität.
Dagegen kämpfen wir an und das Buch ist auch ein Versuch, sozusagen mal irgendwo so eine Messlatte einzulegen, wo man sagt, ja, was ist denn Qualität auch für uns? Und das so ein bisschen zu manifestieren. Das heißt, wir haben einen täglichen Kampf um das Thema vernünftigen Wohnungsbau. Wird denn die aktuelle Situation auch einen Einfluss haben auf Grundrisse, auf Wohnkonzepte? Also ich glaube, das Wohnen an sich wird sich jetzt nicht grundlegend verändern durch die Pandemie, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz deutlich geworden, wie wichtig die Qualität des Wohnumfeldes und die Qualität der Wohnung ist. Also wenn man sich vorstellt, in einer kleinen Hochhauswohnung oder so einem Mikroapartment, was gerade der große Trend ist, ohne Balkon wochenlang zu sitzen, da kann man verrückt werden. Und also umso wichtiger ist es, einfach wieder über das Platzangebot nachzudenken, die Außenraumbezüge, großzügige Lodgen, Innenhöfe, die direkt dem Wohnumfeld zugeordnet sind. Also alle diese Bedürfnisse nach guter Lebensqualität, Licht, Luft, Grün, muss eigentlich wirklich vor Ort im absolut nahen Wohnumfeld erfüllt werden können. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt deutlich geworden ist. Mhm. Und dieser Trend zu den Mikroapartments, das ist eindeutig eine Fehlentwicklung. Also für 80 Quadratmeter früher bekam ich dann halt meinetwegen 800 Euro, sage ich jetzt mal. Ja, und heute bekomme ich für 68 Quadratmeter, gleiche Zimmeranzahl, auch 800 Euro. Mhm. Und so sind die Mikroapartments entstanden, dass man zu dem gleichen Preis halt weniger Quadratmeter bauen muss. Und aus der Not der Menschen, die herkommen in die Stadt, die kommen müssen, weil sie einen Job gefunden haben, wird da Kapital geschlagen. Mhm. Aber das ist eigentlich eine Zeitbombe, weil die nächste Pandemie wird mit Sicherheit kommen. Und wenn wir dann mal einen richtigen Lockdown haben, so wie in Italien, wo man überhaupt nicht vor die Tür darf, sondern in so 16 Quadratmeter Schweineställen, Hühnerställen, Legebatterien eingeschlossen ist, möchte ich nicht wissen, was dann passiert, auch weil unsere Bevölkerung mit diesen Dingen ja gar nicht konfrontiert ist. Hm. Und von daher müsste sich da was tun. Wir haben die große Hoffnung, er hat es wunderbar ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändern wird. Okay. Das macht jetzt nicht so viel Hoffnung. Also wir haben ein konkretes Beispiel, wir haben Bauherren, die fordern für Eigentumswohnungen die Schlafzimmer so klein, dass wir zwei Türen, eine rechts und eine links vom Doppelbett machen müssen, dass die Leute ins Bett kommen, ja, weil du keinen Bewegungsraum mehr im Schlafzimmer hast. Für eine richtig teure Eigentumswohnung. Das muss ich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Schlagwort ist die kompakte Wohnung. Das heißt, was eben früher drei Zimmer haben wir vor 15 Jahren mit 86 Quadratmeter geplant, mit großen Außenbereichen. Und heute heißt es eben Dreizimmerwohnung 68. Da kann man sich vorstellen, Tür auf im Wohnzimmer, direkt geradeaus ins Bad. So ungefähr, also jetzt mal ganz grob, keine Flure mehr. Und solche Dinge und Flure sind ja schon mal auch ein Teil von Lebensqualität, eben einen bestimmten Anlauf zu haben, Diele, Entree, Luft zu haben. Genau, also das sind so Themen, mit denen wir uns jetzt derzeit rumschlagen. Also da ist ganz schön Druck auf dem Kessel, erfahre ich jetzt. Ja. Woher kommt denn eigentlich diese Begeisterung für den Wohnungsbau überhaupt? Und hättet ihr nicht einfach mal Lust auf ein Museum oder ein Kino oder einen Sendemast zu entwerfen? Ich glaube, ja, Lust auf was anderes ist immer da, aber der Wohnungsbau ist halt ein Herzensthema, weil wir beschäftigen uns wirklich mit dem täglichen Umfeld der Bevölkerung, also 24 Stunden vom Bett, Küche, wohnen, da wo sich die Leute aufhalten, und das ist die Stelle, wo wir was bewirken können, wo wir was machen können, wo wir die Qualität reinbringen können. Das ist jetzt, glaube ich, für die Außendarstellung, fürs Ego nicht so gut wie hier eine neue Oper. Mhm. Aber ich glaube, wir bewirken einfach für die Gesellschaft mehr. Das ist für uns ja auch ein Anliegen zu sagen, wir bilden im Grunde, wir bauen die Stadt weiter, und das, was wir bauen, muss jetzt nicht so mit dem großen Trompetenstoß um die Ecke kommen. Das führt einen Dialog mit dem Umfeld und bildet den Hintergrund für das soziale Leben. Das ist Wohnungsbau für uns. Sag mal, natürlich guckt man schon irgendwie ein bisschen neidisch oder auch verärgert auf das, was für Kulturbauten so ausgegeben wird, wie schnell da auch die Preise steigen und wie da mit den Budgets umgegangen wird.
Und da sieht man auch, welches Missverhältnis da eigentlich auch entsteht. Im Wohnungsbau wird gespart bis zum Ende. Und bei Großbauten fängt man mit einer tiefen Summe an, weil man weiß, es muss ja irgendwie politisch erstmal durchkommen. Ja. Und es wird nachher das Doppelte werden und solche Dinge. Das ärgert einen dann schon. Ja? Mhm. Andererseits, wir kämen ja nie in ein anderes Segment rein, weil wir sind durch den Wohnungsbau fixiert. Und man traut uns da auch nichts anderes zu. Und bei diesen Ausschreibungen heutzutage, da musst du ja, wenn du eine Schule dich bewirbst, musst du ja 4 Schulen gebaut haben in 2 Jahren, um überhaupt da mitmachen zu dürfen. Ja, also von daher. VGV-Verfahren, keine Schokolade. So ungefähr ist das, ja. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns auch noch viele schöne weitere Wohnbauprojekte und auch ganz besonders auf den anschließenden Vortrag bei der Heinze Architektur 2020. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, gerne. Und jetzt? So, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Stefan Forster, und herzlich willkommen, Florian Kraft. Hallo. Aus dem eben angekündigten Vortrag ist zwischenzeitlich ein Dialog geworden, den wir gleich, oder ein Dreiergespräch, das wir gleich anstoßen möchten. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal. Bitte an alle Zuhörer, Zuschauer, stellt eure Fragen, bringt euch gerne mit ein. Ich kriege das alles auf den Monitor und werde mich bemühen, nach besten Möglichkeiten diese Fragen auch weiterzugeben. Erstmal dafür vielen Dank soweit. Das Buch, das jetzt erschienen ist, 30 Jahre Wohnungsbau, ist natürlich eine Retrospektive auf die vergangenen 30 Jahre eures Schaffens. Ihr habt eben schon anklingen lassen, wo ihr jetzt steht. Was genau sind denn eure Bauherren? Was genau ist euer Klientel? Sind das öffentliche Wohnbaugesellschaften? Sind das private Bauherren? Gebt uns doch da mal einen Eindruck. Im Grunde ist es natürlich, wenn man sagt Wohnungsbau, das ist natürlich die ganze Bandbreite von Wohnen. Das heißt, es geht von Hotel bis geförderter Wohnungsbau. Also wir müssen, da wir das enge Segment haben, natürlich die ganzen Dinge im Wohnungsbau abliefern und natürlich auch immer die Kombination Wohnungsbau plus Kindergarten, plus Supermarkt, plus Büro. Das sind die Dinge, die heutzutage als städtisches Wohnen ja gelten, also die Kombination von Wohnen und anderen Nutzungen. Und die Bauherren sind eben Genossenschaften, Gesellschaften und natürlich auch private beziehungsweise Fonds. Wir kennen das im Grunde, die ganze Bandbreite, die heutzutage sich damit beschäftigt. Es sind leider Gottes oder wie auch immer, das ist das Zeitzeichen, letztens immer mehr Fonds geworden, weil Wohnungsbau auch ein Anlagethema geworden ist. Das gab es halt vor Jahren nicht. Aber wir können uns das auch nicht so unbedingt aussuchen nebenbei, ja. Naja, es ist natürlich einfach nur mal interessant zu erfahren, wie überhaupt so das Auftraggeberspektrum sich darstellt. Ne? Ob einfach überwiegend, Privatbauherren mit einem großen Interesse nach Rendite am Markt agieren oder ob das eben auch öffentliche Bauherren oder Bauträger sind oder eben ob es vielleicht auch genossenschaftliche Projekte gibt, was ja auch immer stärker in den Fokus kommt in den vergangenen Jahren. Die Wohnungsgrundrisse, haben die sich eigentlich geändert? Du hast vorhin im Beitrag gesagt, Stefan, was früher 80 Quadratmeter waren für 800 Euro, sind jetzt nur noch 68 Quadratmeter für 800 Euro. Hat sich denn irgendwie von der Raumaufteilung einer Wohnung etwas wesentlich verändert? Also im Grunde, trotz aller Geschichten, man müsste das Wohnen neu erfinden. Wir hören ja dauernd auch die Kollegen, die sagen, das müsste alles neu erfunden werden. Sind wir da richtig traditionelle Architekten? Wir haben das vorhin angesprochen, das klassische Wohnen mit dem Flur, mit den einzelnen unabhängig von der Erschließung erschlossenen Zimmer über diesen Flur, mit dem Wohnzimmer, verbunden mit der Küche, mit dem Durchwohnen. Das sind doch eigentlich funktionierende Typen, die sich eigentlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man schon fast sagen, bewährt haben. Und das pflegen wir auch weiterhin so.
Was wir halt ausprobieren, sind halt Erschließungsthemen. Wir haben jetzt in dem Buch die Grundrisse mal veröffentlicht, weil wir da eine sehr große Nachfrage von den Kollegen hatten. Wir wollen ja auch das Buch verkaufen und es verkauft sich am besten, wenn man den Kollegen auch mal die Grundrisse zeigt. Wir arbeiten derzeit aber an anderen Typologien, die haben wir natürlich nicht im Buch. Also wir versuchen das natürlich weiterzuentwickeln. Aber ganz wichtig für uns ist, wir haben so Tabuthemen, was ja auch wieder neu erfunden wird. Es gibt keinen Laubengang. Und diese ganzen Typologien aus den 20er Jahren, die sind bei uns verboten zum Beispiel. Ja, das hat inhaltliche Gründe. Es gibt ja auch da die ganzen jungen Architekten, die von heute auf morgen in den Wohnungsbau gewechselt sind, die plötzlich den Laubengang wieder entdecken. Das ist bei uns verboten. Hat Hintergründe, wenn ich das kurz schildern darf, in jedem Krimi, ja, das musst du erläutern, weil das verstehe ich jetzt nicht auf Anhieb, ehrlich gesagt. Okay, dann erkläre ich das. Das kann nicht nur brandschutztechnische Gründe haben, oder? Nein, ich erkläre das jetzt mal ganz schön bildhaft. In jedem Tatort, Krimi, Polizeiruf, wo auch immer, gibt es immer eigentlich die Bösen und die heruntergekommen, die Sozialfälle, die wohnen immer am Laubengang. Und wir kennen das, also klopfen, Tür auf, wo waren sie gestern Abend und so, zwischen 3 und 4. Und das sind eigentlich immer soziale Randgruppen, die am Laubengang wohnen. Und das heißt, das ist eigentlich eine Typologie mit niederem sozialen Ansehen, Standard. Das ist das Erste. Zum Zweiten ist es eigentlich das Problem der Privatheit. Also direkt an der Privatheit vorbeizulaufen, geht für uns nicht. Und außerdem ist es natürlich der sparsame Typ. Also möglichst viele Wohnungen mit einem Treppenhaus zu erschließen, heißt, der Mensch, der da wohnt, ist ja nichts wert, weil man an ihm sparen will. So ganz übertrieben. Das ist eine Begründung, die kommt sicher auch nicht von gestern, die kommt eben auch aus den 60er, 70er Jahren, die wieder eigentlich wiederholen. Und das Problem ist halt, dass viele Kollegen das in der Schule nicht mehr lernen und das für sich neu erfinden. Gleichzeitig ist es bei den Grundrissen ja so, dass ein guter Grundriss prinzipiell nutzungsoffen ist. Also ja. Du kannst eine Wohnung auf verschiedene Art und Weise bespielen. Das zum Beispiel Gründerzeitwohnungen sind immer noch sehr beliebt und funktionieren super, sogar als Büro oder mit komplett anderen Nutzungen, als WG, als Familienwohnung. Das Ganze hört eben dann auf, wenn die Räume so kompakt und spezifisch werden, dass du sie nicht mehr anders nutzen kannst. Da ist die Grenze. Aber ansonsten ist es so, dass man mit einem klassisch gut angelegten Grundriss, salopp gesagt, durch die Jahrhunderte kommt. Also wir nennen das auch nutzerneutrale Grundrisse. Also das heißt, bei uns gibt es eben nicht die Wohnung für den einäugigen Linkshänder, wenn er stirbt, die Wohnung nicht mehr funktionsfähig ist, sondern wir wollen eigentlich Grundrisse machen, die für 90% der Bevölkerung funktionieren. Das heißt, nutzerneutrale Wohnungen. Das heißt, wenn sich Wohnungsvorstellungen verändern, können die alle in der Wohnung abgebildet werden und die Wohnung ist deswegen nicht out und muss abgerissen werden. Und das nennen wir auch halt nachhaltiges Planen. Das heißt, Vorbild schon der Altbau. Aber man muss auch sagen, es gibt auch neue gebaute Beispiele, wo zum Beispiel der Laubengang ganz hervorragend funktioniert. Das sind dann natürlich oft eher kooperative Projekte, genau. Aber wo quasi auch diese Wohngemeinschaft, diese Qualität wiederentdeckt wird und halböffentliche Bereiche zusammengeschaltet werden. Ich habe eine Frage reinbekommen, die ich in dem Zusammenhang gerne stellen möchte, weil die doch ganz gut passt. Und zwar fragt Jakob Schwarz, gibt es einen Punkt, wo die Kompromisse und Einsparungen so stark in die angesprochene Qualität eingreifen, dass Sie als Architekt die Reißleine ziehen und sagen, das machen wir nicht mit, so wollen wir nicht bauen? Haben wir schon oft gemacht. Also wir sind dafür berühmt, dass wir auch schon Aufträge gekündigt haben. Also ich könnte jetzt mal so insgesamt Bauvolumina nennen von gekündigten Projekten. Es geht in die 100 Millionen. Da können wir uns aber auch erlauben, das muss man jetzt mal auch dazu sagen, weil wir genug Aufträge haben, sind wir auch nicht erpressbar. Es gibt einfach Themen, die wir für notwendig halten. Zum Beispiel, wenn ein Gebäude an der Straße steht, wie kommt das runter? Und das Thema WDVS, also Wärmedämmverbundsystem ins Pflaster, das machen wir nicht mit, geht nicht. Also da haben wir wirklich so unsere Grenzen, wo wir dann auch ganz, ganz klipp und klar Haltung zeigen müssen. Wenn wir das nicht machen, ja, dann
dann wären wir austauschbar. Also wir leben eigentlich davon, wenn wir sagen, Herzensthema Wohnungsbau, dass wir das auch entsprechend umsetzen. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Kunden, die zu uns kommen, ganz bewusst zu uns kommen, weil sie unsere Architektursprache haben wollen. Die wissen, was auf sie zukommt. Also wir werden sozusagen bewusst ausgewählt oder bei Wettbewerben kommt man eh von dem Standard, den wir vorgegeben haben, wieder schlecht runter als Bauherr. Und von daher haben wir das Thema in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so. Die Kunden wollen auch uns als Marke dann, weil sie wissen, wenn sie mit uns bauen, sind die Wohnungen besser vermietet und vermarktbar. Und normalerweise sind wir auch Türöffner in den Bauämtern. Also wir werden auch manchmal von den Bauämtern den Bauherren direkt vorgeschlagen, dass sie sagen, nehmt doch den oder die, da kriegt er was Vernünftiges. Es geht um die Qualität, die eben hinten rauskommt. Und das sind ja höchste Weihen. Da geht es ja nicht. Das ist völlig verständlich und nachvollziehbar. Ich möchte noch eine weitere Frage stellen, die ich bekommen habe von Heinko Warnecke. Und zwar, warum die Dächer nicht häufiger genutzt werden, also in die nutzbaren Flächen mit eingeplant werden. Das hat mehrere Gründe. Das hat mehrere Gründe. Zum ersten Mal ist das oft nicht erlaubt. Zum zweiten ist die Frage, aufs Dach hochgehen, mit einer Flasche Rotwein, Treppe hoch. Das Thema ist, mit der leeren Flasche wieder runterkommen, ist ein großes Problem. Das heißt, wenn an dieser Terrasse nicht irgendeine Nutzung direkt dran ist, ja, wie zum Beispiel, wie komme ich da in die Wohnung rein und kann mich hinlegen, ablegen nach der Flasche Rotwein, ganz banal, ja, werden die Sachen auch nicht genutzt. Das andere ist jetzt die Tendenz bei uns auch, kann man ja ganz offen sagen, dass wir in letzter Zeit immer mehr Satteldächer bauen, traditionelle Satteldach Dächer. Satteldach ist eigentlich wieder schwer im Kommen, ne? Ja, das ist ja unsere, den Trend bestimmen wir ja mittlerweile auch. Die Stalldach-Initiative, ja. Ja. Und das liegt daran, dass diese einfach länger halten. So einfach ist das. Also wir haben aber natürlich auch Dächer, wo dann eine richtige Landschaft drauf ist und Terrasse und Nutzung. Das teilweise als Kompensation für das Platzangebot in den Mikroapartments drunter. Aber es ist auch so eine Frage, wie kriege ich es gemütlich? Ja? Pfeift der Wind da oben? Ist nicht so ganz einfach, das dann wirklich dann funktionell und schön zu machen. Ja. Ja. Ich möchte auch vielleicht so ein bisschen auf die zukünftige Entwicklung zu sprechen kommen. Ein Thema, was mich auch eigentlich immer wieder beschäftigt, ist das Thema temporäres Wohnen. Habt ihr in dem Bereich auch Projekte? Naja, jedes Mini-Apartment ist ja ehrlicherweise ein temporäres Wohnen. Also wer in einer Mini-Wohnung wohnen muss, 23 Quadratmeter, sieht das als Übergangslösung an, bis er was anderes gefunden hat. Ansonsten sind unsere Dinge ja proklamiert, ja keine temporären Architekturen, sondern die sollen ja 100 Jahre halten. Von daher ist der Begriff temporär ein bisschen schwierig. Ja. Genauso wie das Thema Mikrowohnen bzw. Tiny Houses ist bei uns ja auch so ein Modebegriff, der völlig unsinnig ist, weil er auch nur ein temporäres Thema ist. Das ist aber vielleicht auch ein Teil der zukünftigen Entwicklung unserer Gesellschaft. Ne? Also, dass wir einfach immer mobiler werden, immer flexibler werden, das Eigenheim sich immer mehr auflöst und wir einfach im Zuge der Digitalisierung uns überall superschnell einrichten können. Ne? Also zu Hause ist da, wo WLAN ist. Aber das muss nicht immer ein eigener spezifischer Bautyp sein, so, weil wenn die Mode vorbei ist, dann liegt der brach. Also sowas kann ich auch in einer guten Wohnung, die nutzungsoffen ist, realisieren. Da habe ich es, wie gesagt, als WG, temporäres Wohnen wäre auch so eine Nutzungsform, die quasi in den guten Grund ist, immer reinpasst. Ja. Okay, jetzt fragt Alexandra Busch, wie sieht denn nun der ideale Grundriss für Stefan Forster aus oder für Florian Kraft? Ich kann das nochmal, ich habe es vorhin geschildert, also ein Grundriss ist wie ein Stadtgrundriss, das heißt, wir haben die Straße, das ist der Flur, von dem Flur gehen die einzelnen Zimmer ab, auch bestenfalls das Bad, was an der Außenwand liegt, bestenfalls, und vom Flur kommt man, oder nennen wir das auch mal Diele, kommt man in den offenen Bereich, den Marktplatz, um mit dem Städtebegriff zu arbeiten, und da ist eben Küche und Wohnzimmer als Raumverbund, Küche abtrennbar, beides an der Außenwand.
und bestenfalls beides, Wohnzimmer und Küche, mit einem Austritt ins Freie. Das ist ein wichtiges Thema bei uns, die Außenbezüge als Wohnqualität. Also ich brauche von den Wohnräumen die Möglichkeit, nach draußen zu kommen. Und wir machen eigentlich, wenn wir es können, keine Balkone, sondern Lodgen, weil da bin ich selbstbestimmt. Ja, da kann ich sagen, ich gehe zurück, ich gucke raus, werde nicht gesehen, oder ich gehe nach vorne, präsentiere mich. Und dieses selbst zu Hause die Regeln bestimmen, ist essentiell für das Wohlfühlen. Also und dieses Thema Zonierung öffentlich-privat, das zieht sich dann auch unten so Hauseingang, Innenhof. Also das ist so ein Gesamtthema, an dem wir arbeiten. Also jetzt ist auch die Frage, welche Rolle wir der Wohnung und dem Wohnen zumessen. Das heißt, für uns ist Wohnung primär erstmal ein Rückzugsbereich bei dem Ganzen, was auf einem tagtäglich einströmt, wieder zu sich selbst zu kommen, zu sich selbst zu finden. Deswegen gibt es bei uns auch keine Ganzglasfassaden, was ja viele junge Kollegen auch machen, weil ich glaube, dass man einfach wieder ein bisschen kontemplativer werden muss. Also nennen wir es mal Cocooning, um wieder einen modischen Begriff zu begründen. Das verstehen ja dann viele auch besser. Nur wenn ich zu mir selbst zurückgefunden habe, kann ich wieder in der Gesellschaft funktionieren. Und das steht hinter unseren Grundrissen. Und das Thema Loggia heißt auch, das Privatleben hat nichts auf dem Balkon, auf der Straße zu tun. Genauso wie ich als Passant möchte ich nicht den oben auf dem Balkon mit seinem Feinripp und einem Kasten Bier sitzen sehen. Das gehört in die Loggia nach innen. Okay, darüber könnte man sich jetzt streiten. Ich bin da eher offen. Heiko Warnecke, das wollte ich noch fragen, schreibt, warum doch immer so viele Wohnungen nach wie vor bewohnerunfreundlich geplant werden mit Nordbalkonen, während die Küche im Süden umgesetzt wird. Also es geht um Grundriss, Zonierung, Ausrichtung. Wir hatten das vorher auch schon beim vorhergehenden Beitrag von Albert Schwer und Partner. Da wäre, also in China wäre das unmöglich, ja, Wohnungen ohne Südausrichtung zu planen. Ich wusste gar nicht, dass der Speer in China Wohnungen plant. Okay, egal, ist jetzt egal, aber egal. Es ist ja folgendes Problem derzeit, was uns ja umtreibt, ist ja, dass als wir vor 30 Jahren angefangen haben, hat niemand Wohnungsbau gemacht. Man hat uns da belächelt und hat auch gesagt, da kann man kein Geld verdienen, das ist ja viel zu kompliziert. Plötzlich musste jeder Büroarchitekt einen Wohnungsbau haben, weil er gemerkt hat, das ist jetzt angesagt. Und über Nacht waren alle Kollegen Fachleute im Wohnungsbau. Das ist ungefähr so, wie wenn ein HNO-Arzt plötzlich Blinddarm operiert und den Blinddarm-Operateuren erklärt, wie geht eine Blinddarm-Operation. Dieser Bürobauarchitekt hat dann mit seinem Investor, mit dem ist er rübergegangen, in Wohnungsbau. Und wir haben dann gemeinsam Wohnungsbau gemacht, weil der Investor plötzlich das auch als Anlagemöglichkeit sieht. Das ist dann das, was der Kollege eben beschrieben hat. Das kommt dann dabei raus. Der Investor kann es gar nicht entscheiden, weil er auch keine Ahnung von Wohnungsbau hat und der Architekt ja auch nicht. Und das ist ein Phänomen. So sehen eigentlich unsere Städte, unsere Grundrisse momentan aus. Heißt, HNO-Ärzte operieren. Sind da. Ja, davon abgesehen, man würde es einfach nicht machen. Also eine reine Nordwohnung macht man nicht ohne Not. Also ja. Du guckst immer, dass die Ost-West-Ausrichtung stimmt, Nord-Süd. Aber jetzt mal im ganz engen innerstädtischen Kontext kann es natürlich vorkommen, dass du Ecksituationen kriegst, wo du irgendwie blöd nach Nordwesten oder nach Nordosten rauskommst. Und da kann man natürlich nicht das Treppenhaus quasi vorne an die Ecke setzen. So, da gibt es natürlich immer mal einzelne Geschichten, wo sowas vorkommt. Völlig klar. Aber gucken, ist es nur eine größere Wohnung, die dann um die Ecke geht, solche Lösungen anbieten. Aber natürlich eine reine Nordausrichtung. Man muss es ein bisschen relativieren. In der Stadt ist es ja teilweise so, dass man sich die Frage stellen muss, wohne ich zur superlauten Straße raus oder nach Süden, ja, wo ich nicht vor die Tür kann, weil es zu laut ist, oder lieber zum grünen Innenhof, wo es ruhig ist. Dieses Nord-Süd diskutiert sich ja mit dem Klimawandel auch ein bisschen anders momentan. Also dass wir einfach also immer... Es relativiert sich alles. Ich muss mal kurz einhaken, weil ich werde hier zugeballert mit Fragen und die Texte sind teilweise so lang. Ich kann es nicht alles lesen und gleichzeitig zuhören. Leute, ihr macht mich fertig. Wir haben 375 Teilnehmer online. Wenn ihr fragt, bitte schreibt es irgendwie kurz und dann kann ich so ein bisschen besser durchnavigieren.
Genau, ich würde aber gerne noch mal ein bisschen stärker auf das Thema die Stadt der Zukunft eingehen. Wo entwickeln wir uns hin zukünftig? Welche Veränderungen werden sich in den nächsten, vielleicht kommenden 30 Jahren ergeben, die auch Stefan Forster, Architekten, umsetzen muss? Also das Thema, was wir derzeit haben, ist der Stadtumbau im Grunde. Das heißt, die Stadt eigentlich menschengerecht wieder zu machen. Wir haben eine Stadt, die ist relativ schnell nach der Zerstörung wieder aufgebaut worden. Alle Städte haben die ähnlichen Probleme. Wiederaufbau gesichtslos, 50er Jahre, Zeilenbauten. Autogerecht. Autogerecht vor allen Dingen. Das heißt, wir arbeiten an dem Thema, eigentlich wieder eine lebensfähige Stadt zu bauen. Das heißt für uns, ohne Verkehr, also Verkehr raus. Kopenhagen, ganz großes Beispiel. Und an dem Umbau dieser 50er Jahre, 60er Jahre Siedlungsstrukturen, die ja nicht Stadt sind, die ja Siedlungen sind. Da arbeiten wir extrem an dem Thema Nachverdichtung. Da haben wir derzeit ein laufendes Projekt. Wir haben mit 750 Wohnungen in einem bestehenden ehemaligen Kasernengelände, wo wir aufstocken und gleichzeitig verdichten und Stadt herstellen. Und wir reden gerade mit einer großen Wohnungsbaugesellschaft über ein anderes Quartier mit 1000 Wohnungen. Das heißt dann auch die Frage Abriss, Neubau, Aufstockung, Nachverdichtung. Und das sind ganz spannende Themen, weil wir das ganze Thema als Quartier behandeln können. Und so nach den ganzen Jahren, wo wir uns mit Grundrissen beschäftigt haben, so mit diesem ganzen Schwarzbrot, sind wir eigentlich in der Lage zu sagen, wir wollen und müssen eigentlich ganze Städte planen, Quartiere planen, wir können das. Und außerdem ist es ja ganz schön, wenn man in so einem Quartier steht und sieht nur Gebäude von einem selber. Ja? Nichts anderes, was einen stört, von jemand anders. Was ist es denn schöner als sowas? Oder? So der Traum von jedem Architekten. Absolut, absolut. Ich habe einen Einwurf von Michael Scheidler. Müsste denn die öffentliche Hand nicht viel stärker mit als Bauherr auftreten? Es ist allen bekannt, ne, dass natürlich die öffentliche Hand sich extrem zurückgezogen hat aus dem Geschäft. Das fällt uns jetzt allen auf die Füße. Wie positioniert ihr euch da? Also die öffentliche Hand muss nicht unbedingt selber bauen, aber sie muss die Steuerungsmöglichkeiten wieder in die Hand kriegen. Also die Hoheit über das Grundstück, quasi bauen kann jemand, aber die Stadt muss dann quasi die Regeln und Qualitäten vorgeben. Ja. Die Bedingungen, die gelten sollen, damit es für die Gesellschaften ein Mehrwert ist, was da gebaut wird. Also das ist auf alle Fälle. Und ja, da sind natürlich zusammen mit dem Eigentum sind die Steuerungsmöglichkeiten auch sehr weit aus der Hand gegeben worden. Das heißt, die Städte, wie sie aussehen, die neuen Städte, sind ja Produkt der nicht vorhandenen formalen Qualitätsvorgaben der Stadt, sondern sind Produkte des Investitions- oder Gewinnstrebens von Investoren. Und da fordern wir eigentlich, das sagt Florian ganz gut, eigentlich wieder den starken Staat, der sagt, für uns soll eine Stadt so aussehen und wenn er an der Stelle baut, müsste er das bringen, die Qualität. Und dann kommen wir auch weiter mit der Gestaltung. Inwieweit sind für euch Nachhaltigkeitsaspekte, also im Sinne von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, ein Thema bei euren Projekten? Also das ganz große Thema ist erstmal, dass ich es gar nicht so weit kommen lasse. Also wenn ich nachhaltige Architektur, was Stefan gesagt hat, also diese Grundrisse und sage ich mal auch die Architektur des Gebäudes, wenn das quasi so permanent ist, dass es immer wieder neu besetzt wird, ja, dann das ist das allerbeste Mittel, um da ressourcenschonend zu arbeiten. Also das Gebäude soll so lange wie möglich stehen bleiben und genutzt werden. Erst dann baut der nächste eigentlich Schritt, auch, baut ihr eigentlich auch mit Holz und modular? Baut ihr eigentlich auch mit Holz und modular? Ja, klar, in der Aufstockung kommen wir nicht drum rum. Also da ist Holz einfach aus Gewichtsgründen und die modulare Fertigung, also wenn unten die Bewohner drin sind, ja, dann geht es halt ruckzuck, wird es oben drauf gestellt, da ist es alternativlos. Und das modulare Bauen wird auch immer stärker kommen. Also die Digitalisierung vernetzt die Prozessketten, wir rutschen immer enger zusammen und das heißt, die von der Planung bis zur Vorfertigung, das wird auch immer stärker zusammengezogen. Also wir kommen, wenn wir also bei diesen Preisen jetzt rationell bauen wollen,
kommen wir nicht drum herum. Und wir haben nämlich auch langsam die Möglichkeiten, quasi auch individuelle Projekte über Vorfertigung. Das muss dann nicht immer das gleiche Modul sein, sondern je besser die Technik, desto individueller wird das Ganze. Also das ist für uns schon die Zukunft, also modulares Bauen. Also der Anteil an Vorfertigung auf der Baustelle ist momentan relativ gering. Wie man heutzutage baut, ist eher so Mittelalter und da gibt es extrem viel Entwicklungsbedarf. Und wir arbeiten auch mit Modulbauern zusammen, mit denen wir also vorhaben, perspektivisch auch Dinge zu entwickeln. Und das ist eigentlich eine ganz faszinierende Geschichte, mit der wir uns perspektivisch beschäftigen werden. Spannend ist eben, wie wird Architektur draus, dass du nicht quasi das Modul 1:1 siehst, also die technische Notwendigkeit abgebildet, sondern wann wird das auch gute Architektur, da ist die Aufgabe. Ja. Okay, also ich merke, wir merken alle, dass das Thema natürlich unglaublich brisant ist, dass man sehr schnell auch in eine Diskussion kommt und sehr viele Dinge auch einfach Interpretationssachen sind, die gar nicht einfach so festzuschreiben sind. Vielen Dank für den Teil. Ich sehe das eben auch an den Zuschauerfragen, die hier eingehen. Ich möchte aber jetzt einen kleinen Schwenk machen und eher mal auf die Frage zu sprechen kommen, wie ihr euch zukünftig positioniert. Die Anforderungen ändern sich ja, die technologischen Anforderungen auch für ein großes Planungsbüro. Ihr habt, glaube ich, 60, 65 Mitarbeiter im Büro. Ist das richtig? Ja. Und das heißt, wie richtet ihr euch aus? Also Thema HOAI, Markenbildung, Digitalisierung. Also der Markt um uns herum ist stark in Bewegung. Wir haben das Thema Digitalisierung als großen Treiber. Also da wird sehr viel wegbrechen, viel Neues entstehen. Wir haben die Preisbindung ist weg. Wir werden sicher auch den nächsten Abschwung haben, jetzt vielleicht auch Corona indiziert. Also der Boom geht nicht ewig. Und wir haben sehr viele ausländische Player, die auch den, sage ich mal, etwas zurückgebliebenen Markt hier entdeckt haben. Also da kommt sehr viel auf uns zu. Und unsere Aufgabe ist eben quasi immer, wir gucken auf unser Büro nicht als Atelier, wo schöne Sachen entstehen, sondern es ist immer, letztendlich ist es ein Unternehmen. Und wir gucken mit dieser Unternehmerbrille und schauen, wo geht der Markt hin und wo wollen wir dann sein? So, das ist die erste strategische Entscheidung und dann, was braucht es dafür? Und die Mittel, die wir anwenden, also das eine ist die Markenbildung natürlich. Ich kann in einem freien Markt ohne Preisbindung natürlich anders agieren, wenn ich eine starke Marke bin. Also in Bezug auf das Honorar. In Bezug auf das Honorar meinst du das? Ja, auch um Aufträge zu kriegen, wenn ich eine identifizierbare Architektursprache habe, wenn ich eine Haltung vertrete, an der man uns erkennt, dann habe ich da wesentlich andere Chancen, als wenn ich austauschbare Architektur mache. So, und dann nutzen wir auch alle Kanäle, jetzt auch quasi digital, online, Facebook, Twitter, Filme, also dass wir da präsent sind und die Marke ausbauen. Das zweite ist natürlich die technologische Schiene. Also wir sind eigentlich seit über 10 Jahren dran, unser Büro zu digitalisieren. Wir planen schon seit vielen Jahren konsequent die Projekte als BIM-Projekte. Und es geht eben darum, wenn der Markt enger wird, dann hast du da einfach einen Marktvorteil. Wenn die Anforderung von außen kommt und bist schon fit, dann kannst du sagen, okay, kann ich machen. Wenn du dann erst lernen musst, ist es eigentlich zu spät. Und also das ist, glaube ich, auch mittlerweile für viele Büros eine Motivation, wirklich das Thema BIM anzugehen, ne, um sich einfach im Markt zu positionieren. Aber viel stärker, als aus dem Grund heraus, vielleicht noch, wenn ich das kurz sagen darf, weil die Anforderungen von Auftraggeberseite kommen. Ja. Aber natürlich besser ist es, wenn du den eigenen Antrieb hast, ja, weil du musst teilweise jahrelang Schulungen und Erfahrungen reinstecken, damit es wirklich funktioniert. Da muss man früh dran sein. Das andere ist natürlich, durch diese Prozesse kriegst du eine andere Effizienz ins Büro rein und du kannst dann in einem engeren Marktumfeld sagen, okay, ich gehe mit dem Preis runter und verdiene trotzdem was oder ich habe trotzdem noch eine gute Profitmöglichkeit. Also das sind so diese verschiedenen Sachen. Und was dann dazu kommt, ist, dass wir zwar Sachen haben, die wegbrechen, aber es tun sich auch neue Chancen auf, also neue Technologien. Da kann man quasi sehr viel einfacher vorne dran sein als in quasi einem klassischen Leistungsprofil. Deswegen haben wir auch hier mit dem Torben zusammen die
Compendium gegründet und machen eben jetzt BIM-Management, Gesamtkoordination, Beratung, Softwareentwicklung auch ganz stark, weil uns geht es um Automationsprozesse und wo die Reise in die Zukunft geht. Und da ist natürlich auch für alle Kollegen die Möglichkeit, wenn ich auf dem klassischen, sage ich mal, Markt nicht weiterkomme, dass ich dann diese neuen Möglichkeiten nutze und gucken, wo tut sich für mich eine Nische auf, und da springe ich rein und werde dann einfach zum Spezialisten und Marktführer, wenn es gut läuft. Also das sind eben Risiken, die auf uns zukommen, die aber gleichzeitig auch Chancen bieten. Also da habt ihr auf jeden Fall euch einen klaren Vorteil erarbeitet, und ich glaube, es ist auch wirklich ganz wichtig zu sagen, auch als Information an die Kollegen, sich da frühzeitig zu positionieren und sich mitzuentwickeln, ja, mit dem Fortschreiten der technologischen Entwicklung, und auch dadurch einfach neue Betätigungsfelder, um dadurch einfach neue Betätigungsfelder zu generieren. Speziell auch kleinere Büros haben die Möglichkeit natürlich, da kann einer entscheiden und sagen, ich fange morgen an. Ja, der muss nicht eine riesen Organisation umkrempeln, den Öltanker quasi auf einen anderen Kurs bringen, sondern die sind sehr viel flexibler. Also ja. Da, wo eigentlich die Angst fast am größten ist, die haben eigentlich die besten Chancen. Und das größte Potenzial. Ne? Also ein gutes Beispiel ist ja vielleicht auch euer Kollege Torben Wartlinger mit Stereoraum, ein kleines Büro, das sich sehr frühzeitig sehr innovativ entwickelt hat. Das ist der Olli schon mal mit Stereo. Bitte? Da sind zwei Büros zusammengepackt, aber die sind beide so ähnlich, also mit einer Handvoll Mitarbeitern, aber es ist technologisch sehr, sehr weit vorne dran. Ach genau, genau. Okay. Ja, das waren jetzt im Prinzip so die Themen. Ich habe noch eine tolle Frage, und zwar bezieht sie sich darauf, ob es eigentlich für Stefan Forster Architekten Vorbilder gibt. Stefan, du bist ja jemand, der sehr energisch und sehr resolut auch seine Meinung kundtut. Hast du Vorbilder? Natürlich habe ich Vorbilder. Und wenn man sich das anschaut, unsere Architektur besteht ja im Grunde aus so einer Art von Samplen von Vorbildern, von historischen Vorbildern. Also man kann was übernehmen von einem Kollegen, aber nur dann, wenn er schon tot ist. Das ist so ein Begriff von mir. Also das, und halt transformiert. Also nein, es ist aber uns, Ideen arbeiten. Genau. Aber unsere Philosophie ist ja prinzipiell, deswegen das Thema Vorbilder, es gibt ja nichts zu erfinden in Architektur. Und jeder, der glaubt, er müsse morgens aufstehen und die Welt neu erfinden, der ist auch irgendwo ein bisschen eingebildet und arrogant. Weil er sich einbildet, er hätte jetzt, wäre besser als Millionen andere Kollegen. Also hier vielleicht mal das Buch nochmal schnell. Hier nochmal ein Beispiel. Ja, also ganz wichtig, ja. Das ist eine Architektur, das ist was Neues, was Eigenes, aber es hat sehr viele, sage ich mal, inhaltliche Stränge, die in die Vergangenheit zurückreichen. Ja. Und die machen es natürlich auch, arbeiten anders mit dem Umfeld als immer wieder einen radikalen Bruch und was radikal modisch ist. So. Also unsere ganze Strategie ist eigentlich auch die... Sieht auch so rum, auch finde ich gut aus. Ja. Nämlich so, finde ich noch besser. Das sieht auch toll aus. So gefällt es mir am besten eigentlich. Ja. Also das ist einfach also unsere Arbeitsweise basiert eigentlich auf Vorbildern und auf Permanenzen von Entwicklungssträngen. Also das ist, klar hat man jetzt so persönliche Dinge, dass einem Architekten in seinem Leben so aufkommen... Das, wo man denkt, ja, so will man auch sein. Ich glaube, dass man das als Mensch auch braucht, Vorbilder zu haben, auch auf der menschlichen Seite. Also da war zum Beispiel ganz früh, in den Ende 70er Jahre, bin ich mal auf dem Flohmarkt auf ein Buch von Bruno Taub gestoßen und habe das gelesen. Und ich fand das sehr angenehm. Und dann geht man durch die Siedlungen von dem durch und denkt, na, sowas willst du auch gerne machen. Das hat viel damit zu tun, dass man da durchläuft und sieht, die Menschen, die sind zufrieden. Und das ist dann so eine Art von Vorbild, ja. Aber eben nicht so Corbusier und solche Spinner, das war nie mein Thema. Weil das Problem ist ja, dass die Architekten in der Regel sind ja so Ego-Freaks, ja. So Autisten, ja. Und das hat mich eigentlich nie irgendwie fasziniert. Also mit dieser komischen Fliege und der großen Brille und dieser komischen Frisur, das ist ja eher abstoßend, ja. Im Grunde
wollen wir, glaube ich, das verbindet uns alle ja im Büro immer so ein bisschen eng an den Menschen sein und gucken, dass wir da mit denen in Kommunikation treten. Und das wollen wir mit den Gebäuden auch und das schaffen wir in der Regel auch, dass die Leute das gut finden, was wir machen. Die wohnen da gerne, die loben uns manchmal auch. Manchmal kriegt man Briefe, wo die das gut finden. Und davon leben wir. Ja, ist das verstanden? Gibt es, ja, ich verstehe das total gut, wobei du mich jetzt völlig desillusioniert hast mit deinem Kommentar über Corbusier, aber das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. Beate Fräsdorf fragt, gibt es eigentlich ein Lieblingsprojekt als Meilenstein oder Wegweiser? Also jetzt, vielleicht gibt es ja ein fremdes, kein eigenes. Na, fremdes natürlich nicht, ja. Also. Ich habe das nicht anders erwartet, Stefan. Ich habe nichts anderes erwartet. Nein, also das ist ja so, was für uns wichtig ist, wenn wir jetzt zurückschauen, dass wir keine Leiche im Keller haben. Ja? Das heißt, wenn du auf unserer Webseite schaust, sind alle Gebäude, die wir gemacht haben, die mit Wohnungsbau zu tun haben, da drauf. Weil wir glauben, dass die alle einen bestimmten Stand, Qualitätsstand haben. Darum geht es uns, ja. Und das Liebste ist immer das, was man gerade macht, weil man sich damit beschäftigt. Und dann, wenn das vorbei ist und man hat die Fotos gemacht, dann wird das so entlassen in die Welt, so ungefähr. Und das Schöne ist eigentlich nur, wenn man vorbeifährt, dass man sich da irgendwie halt ganz wohl fühlt. Dass man, aha, ist ja auch von mir, das haben wir auch gemacht, haben wir damals, waren wir da und da und dann hat er das gemacht oder der war dabei und so. Dass seine Geschichte, seine eigene Lebensgeschichte, macht sich an Häusern fest. Und wenn man dann in verschiedenen Städten noch baut, ist noch schöner, ja? Weil man jeder Stadt eine Beziehung aufbaut, weil man da ein paar Jahre hin musste oder die Mitarbeiter mussten hin. Und da steht auch was von einem. Ja? Deswegen haben wir jetzt gerade das Problem, dass uns Hamburg noch fehlt. Ja? Daran arbeiten wir schon seit Jahren. Da lässt sich doch was machen. Hallo. Ja, die wollen das ja auch, aber wir haben doch keine. Ihr seid doch in Hamburg mit der Compendium. Vielleicht nochmal zum Schlüsselprojekt. Also es gibt nicht dieses eine Projekt, nein, aber so im Sinne von Vorbildern gibt es natürlich schon Schlüsselregionen oder Epochen, zum Beispiel der Wiener Wohnungsbau, das Rote Wien. Ja. Da ist nicht ein konkretes Projekt, aber so eine Herangehensweise oder ein Umgang mit Raum. Und ansonsten ist es halt immer, an welcher Frage arbeiten wir gerade und was hilft uns da weiter als Vorbild oder Meilenstein? So. Das hatte ich jetzt gerade vergessen, der weiß es besser als ich. Also wir kommen immer wieder auf diese Blöcke, auf diese Architektur von Wien der 30er Jahre zurück, weil die nämlich diese Gründerzeit weiter transportieren, weiter schreiben. Also keinen Bruch mit der Stadt vornehmen, wie bei uns mit diesen Zeilen, ja, mit der offenen Bebauung, sondern die Blockstruktur weiterschreiben und die Blöcke weiterentwickeln. Und das kann man davon lernen. Jetzt im Gegensatz zu den Leuten, die sagen, wir bauen jetzt irgendwie die Gründerzeit wieder hin. Das ist Unsinn. Auch aus Wien werden wir senden bei der Heinze Architektur virtuell. Ich fand, es war ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für den Beitrag. Wir haben tatsächlich die 400-Teilnehmer-Marke geknackt und zwar deutlich. Und ich bitte alle Zuhörer um Verzeihung dafür, dass ich nicht alle Fragen stellen konnte oder vielleicht auch nicht alle Anregungen oder Rückinfos nochmal thematisiert wurden. Dann beantworten wir die. Ja, einfach genau alles direkt an Büro Forster. Ich gebe dann nachher noch deine private E-Mail-Adresse raus. Dann das wird jetzt eine Denial-of-Service-Attacke wahrscheinlich. Ja. Also herzlichen Dank euch beiden, lieber Florian Graf, lieber Stefan Forster, fürs Gespräch. Dank. Herzlichen Dank an alle Zuhörer, dass ihr dabei geblieben seid. Tatsächlich hier 413 eingeloggte Teilnehmer. Es ist unglaublich. Und ich möchte noch ganz kurz auf den nächsten Programmpunkt hinweisen. Und zwar beginnt um 16 Uhr eine zweite Serie von Impulsvorträgen mit anschließenden Sprechstunden unserer fantastischen Hersteller und um 18 Uhr geht es weiter mit dem letzten Beitrag von heute, natürlich auch noch aus Frankfurt, mit Nicole und Bernhard Franken von Franken Architekten. Oh, vielen Dank und bis später. Danke dir. Tschüss. Ciao. Danke euch beiden. Ciao.